Ja, willkommen wieder zurück bei Familie Winter. Und du siehst, die Naomi ist schon direkt am Hörer und will das nächste Date vereinbaren, dass es losgehen kann. Und ich glaube, der Dominik hat Lust auf ein Date. Oder Naomi, was sagst du dazu? Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir hingehen. Ich bin überlegen, mit den beiden mal zu einem ganz anderen Ort zu gehen, wo sie wirklich so ein bisschen für sich sind, so ein bisschen sich auch erkunden können, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, auch wenn es mit den anderen jetzt vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen jetzt ein bisschen blöd ist, weil er einen Partner erstellt hat und ich mit dem nur essen war, aber die Idee ist mir gerade so spontan gekommen, einfach mal zu gucken, wie dieses Date verläuft, wenn man einfach in ein Wellness-Center geht. Deshalb testen wir das jetzt einfach mal. Und bitte seht jetzt da nicht irgendwie, du magst meinen Sim weniger als jetzt den Dominik. Nee, nee, das ist nicht so. Ich mag alle Sims. Bin immer noch total dankbar, dass die erstellt worden sind. Und ja, bin auch ein bisschen traurig, wenn es dann zur Entscheidung geht, weil alle Sims einfach super sind. Die sind super lieb zu den Kindern, zu Naomi. Deshalb, die werden alle perfekt für die Naomi geeignet als Partner. Wir sind jetzt hier. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, woher das ist. Ich habe das mir einfach aus der Galerie geschnappt, aber ich finde, es sieht sehr cool aus. Also wirklich sehr schön. Wir haben hier sogar einen Yoga-Lehrer. Ich bin überlegen, ob wir zusammen Yoga machen sollen. Kurs teilnehmen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der Alex Redney. Das ist ein potenzieller Partner der Tantiemen, den ich mal für die Elani, für die Agi erstellt habe. Aber hier ist ja echt überhaupt nichts los, aber die Musik ist sehr angenehm. Wow. Genau, was ich noch zeigen wollte, ich hoffe, ich finde es, die Naomi hat einen sehr interessanten hier, heißes und heftiges Träumchen. Sie hatte einen Traum vom Jack. Das gibt noch mal einen Punkt mehr. Könnt ihr zusammen nicht zusammen Yoga machen? Ach, schade. Domi, ich dachte, wir machen jetzt hier zusammen Yoga. Ist das jetzt auf den Dominik gemeint? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh nein. Okay, also sie findet den Dominik sehr unattraktiv. Wir ziehen trotzdem das Date durch, Wanni. Und gucken einfach, wohin die Sache läuft. Da ist der Dominik. Da ist der Dominik. Komm, wir fügen. Ah, nee, du bist schon. Du hast über mich gelästert. Ist das wirklich wahr? Nein, es ist nicht wahr. Ah, Gott. Und dann könnt ihr zusammen. Dann komm, wir setzen uns mit dem Alex jetzt mal zusammen irgendwo hin. Guck mal, könnt ihr euch nicht hier zusammen sitzen? Und dann gucken wir uns mal ein bisschen den Dominik genauer an. Lernen ihn ein bisschen besser kennen. Schau mal hier. Können wir ein bisschen tratschen. Wir versuchen es mal dann auch ein bisschen zu flirten. Oh, kriegst du jetzt eine Massage in unserem Beisein? Okay. Dann mach halt mal. Dann versuchen wir auch mal zu flirten, Naomi. Haben wir hier unten irgendwo. Ah, guck mal hier, wer hier ist. Der Blanche. Haben wir irgendwo hier so einen Raum, wo man sich hinsetzen kann? Können die zusammen hier hingehen? Ja, guck mal. Ihr könnt zusammen entspannen. Okay. Dann geht ihr mal. Mich würde interessieren, ob sich jetzt da irgendwas geändert hat. Wo ist er denn, unser Dominik? Dominik. Dominik. Wo ist der Dominik? Dominik. Fina, Sir. Huh?
Da ist der Dominik. So, wir gucken, ob mal... Ist ja schon interessant. Sie als sehr unattraktiv empfunden. Sie möchte aber wirklich nur das Beste für ihn und findet ihn wundervoll. Das finde ich jetzt schon interessant. Und wo ist dein Dominik hier? Sie sitzen zusammen in der Sauna. Ist das nicht cool? Aber ich muss sagen, dafür, dass sie ihn jetzt nicht so, blödes Kabel vom Mikro, so attraktiv findet, finde ich, geht's aber eigentlich das Date. Wir werden jetzt mal ein bisschen aktiver werden. Du wirst ihn mal kitzeln. Wie sich das zwischen den beiden entwickelt, wenn wir sie hier jetzt ein bisschen romantisch interagieren lassen. Oh, ich sehe gerade, sie hat überhaupt keine Wimpern. Naja, egal. Kommen sich ein bisschen näher. Attraktivitätsalarm. Okay, also trotzdem, dass sie ihn unattraktiv findet, ist sie, hat sie trotzdem den Eindruck, dass er sie mag. Okay, das ist doch schon mal schön. Dann mache ich mal noch ein Kompliment. Und frag mal nach dem Persönlichkeitstyp. Und schau ihm mal tief in die Augen und dann versuchen wir noch mal ein bisschen normal uns zu unterhalten, dass wir hier die eine Geschichte erzählen. Okay, wir versuchen es. Fesselnde Geschichte. Oh, wie süß. Aber sie sind beide leidenschaftlich. Jetzt hat er sowieso gar gekitzelt. Wow, Naomi. Dafür, dass du ihn nicht so attraktiv findest, gehst du aber gut ab, meine Süße, muss ich sagen, oder? Also, schreib's mir in die Kommis, wenn ich mich irre. Was machst du jetzt? Holst du dir jetzt was zu essen? Er ist Einzelkind. Und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen. Lernen ihn mal kennen. Alter, was geht hier ab, bitte? Definitiv nicht. Also, die werden nicht zusammen in die Kiste springen. Okay. Krass. Wollten wir nicht eine Geschichte erzählen, Naomi? Dann putzt du Anishi nicht säubern. Du putzt dir deine Zähne und trägst dir mal ein bisschen Parfüm auf. Wo ist der Dominik? Hallo? Da ist der Dominik. Ah, okay. Gut, die Naomi macht sich jetzt hier noch fertig. Ich fand, es war ein sehr romantisches, entspanntes Date. Wen haben wir denn hier? Wer bist du denn? Kenne ich dich? Vincent Sullivan. Mhm. Okay. Herr Vincent Sullivan. Naomi, bist du fertig? Und dann ziehst du dich um. Zieh mir dein Alltagsoutfit an. Und dann düsen wir nach Hause. Also ich fand das Date sehr schön, muss ich sagen. Auch wenn die Naomi erst sagte so, er ist nicht ihr Typ, haben sie sich trotzdem super gut verstanden. Und wir haben noch 13 Minuten. Gut, dann werde ich sie nochmal oben hinporten zum Dominik, dass die sich nochmal unterhalten können. Ein Kompliment, Mann. Hallo, Kara. Du hast immer noch Babybauch. Da stellen wir noch Babys im Bauch. Und ja, wir haben eine Belohnung verdient. Sag tschüss, Dominik. Schön, dass du mit mir auf ein Date warst. Naomi, los. Sag vielen Dank für diesen schönen Tag. Ich hatte meinen Spaß. Und ich finde, der Dominik hat sich für sein Date... 4 Punkte verdient. Wenn ich sagen würde 5. Ja, so 4, 5 Punkte. Ich weiß es noch nicht so genau. Da liegt dein Geschenk. So, ihr Süßen, wir sind wieder zu Hause. Hallöchen. Ihr seid in der Theater AG. Genau. Ich wollte
jetzt den Kindern noch ein paar außerschulische Aktivitäten zuweisen. Dafür brauche ich mein schlaues Buch, wo ich mir alles immer schön rein notiere. So, hier. Und zwar habe ich ja von allen Paten, na sag schon, den Brief zurückbekommen, wo sie ausfüllen durften, wie die Kids werden sollen, Merkmale, Bestreben, Kleidungsstil, was sie sich wünschen. Und da habe ich mich mit der Discord-Gruppe von der Sims-YouTube-Community mit der Herz unterhalten, wie man das machen kann. Und dann gab es da Probleme mit den Aktivitäten nach der Schule. Die kann man sich als Teenager nicht mehr irgendwie auswählen, was ich ein bisschen blöd finde, muss ich gestehen. Weil als Teenager kannst du auch sagen, oh, wenn du vorher im Ballett warst, oh nee, du wirst lieber in die Band gehen. Dann musst du dann das irgendwie abbrechen. Das ist ja auch blöd. Deshalb habe ich gesagt, gut, da wir ja nicht mehr so lange haben, werden die Kids von mir jetzt schon in diese Gruppen eingruppiert, damit ich das später als Teenager nicht mehr machen muss. So, der Presti Boy. Da hat die Sandra gesagt, er kann wochenends ein bisschen was machen. Deshalb würde ich ihm jetzt keine außerschulische Aktivität zuweisen. Der John soll in Richtung Babysitter Lehrer werden. Das heißt, wir gucken mal, ob wir... Oh, wir können es nicht machen, weil der Strom bis 21 Uhr abgestellt ist. Toll. Ah ja, übrigens habe ich hier von den Kids die Handys ein bisschen farblich angepasst, dass ich so grob weiß auf die Schnelle, wem welches Handy gehört. Gut, dann würde ich sagen, verschieben wir das mit den außerschulischen Aktivitäten auf die nächste Folge. Da sollten wir dann wieder Strom haben. So, ich habe den Kids gerade auf die Schnelle mal was zugewiesen. Die brauchen ja nicht mehr vieles für ihre Fähigkeiten, damit sie voll sind. Der Lex ist schon fertig, die Kira hat schon alles fertig und die Olivia. Der Rest muss noch ein bisschen was machen, aber auch wirklich nicht mehr viel. So, Naomi, da heute wieder der Strom ausgefallen ist, müssen wir mal schauen, was wir noch im Kühlschrank haben. Nämlich nichts. Geil. Dann würde ich sagen, müssen wir gucken, was wir vorbereiten können. Können wir noch irgendetwas ohne Kochen machen, außer den Obstsalat? Nö. Gut, dann gibt es heute einen Gartensalat, den die Naomi vorbereitet. Und wir werden, glaube ich, noch im Anschluss einen Obstsalat vorbereiten, dass wir dann zum Frühstück auch schon was hätten. Da muss die Naomi nicht alles vorbereiten. Und ja, ich glaube, der Dominik kriegt 4 Punkte. Und hat ja dann sich noch ein paar extra Punkte verdient, die er sich schon eingetragen bekommen hat von mir. Kann ich kurz auch gucken. Kurzen Moment, ich brauche ein Stiftchen. Und zwar wäre das... Der Dominik hat schon 3 Punkte verdient, heißt, er hätte dann 7 Punkte insgesamt. Und ich finde, es ist eine sehr ordentliche Punktzahl, also da kann man sich nicht beschweren. Blinkt es hier noch irgendwo? Ich will nämlich jetzt nicht alle Pflanzen durchgehen. Okay, weiterentwickelt, denn wir brauchen ja jedes kleine Fünkchen Geld. Hier eine Omi. Können wir jetzt endlich mal Milben-Dingsbums geben? Nee, immer noch nicht. Du holst dir Erbsen. Okay, gut, du darfst die Erbsen essen. Ich gucke in der Zeit mal, wo die Mutter verblibbe ist. Da ob ist die Mutti. Mutti, was machst du schon wieder? Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich freue auf dieses neue, größere Haus. So, Theater geht's vorbei. Okay. Machen wir jetzt den Salat, ohne ihn bitte durch die Gegend zu werfen. Bitte, Naomi, bitte nicht durch die Gegend werfen. Die Jana hat sich gerade gemeldet. Boah, jetzt geht's hier aber ab, ey. Sie hat mental voll. Das ist ein bisschen irgendwie blöd, keine Ahnung. Und dann ziehst du den Imkeranzug an und dann brauchst du ihn auch nicht mehr. So, ich sehe gerade, hier wird ein Kind nach dem anderen älter. Ich bin froh, dass ich die Alterung mal jetzt ein bisschen anhabe. Wir gucken gleich, wenn da nichts mal Neues aufploppt, wer alles älter geworden ist. Und ja, ich bin mal gespannt. So, wie schaut es denn bei euch aus? Mental 10. Schelmfähigkeit erworben. Okay, so, weiter Pirat spielen. Lex, du bist am Experimentieren. Ah, das geht bei dir bei Logik rein. Okay, das wusste ich gar nicht.
Das wusste ich ja gar nicht. Wow. Lex, wie hast du das gemacht? Du hast Verantwortung voll, Manieren voll, emotionale Kontrolle fast voll und du hast Empathie voll. Hier, mach das auch mal von, dann müssen wir Konfliktlösung gucken. Was musst du da machen? Entschuldigung sagen und sich vorstellen. Ja, okay, gut. Das du hast Level 2 der Logikfähigkeit. So, Johnny Boy, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist schon voll, fast voll, mein Schatz. Hier weiter. Pirat spielen. Immer schön weiter Pirat spielen. Die Kira ist voll. Nein, du machst kein Chaos. Ich weiß nicht wieso, aber die wollen in letzter Zeit immer Chaos machen. Na Süße, willst du dann auch mal im Anschluss bauen? Vielleicht geht es ja auch bei Motorik rein und du bräuchtest sozial. Ja, geht. Ja, dann machen wir das doch. Um Tipps bitten. Beste Geige reden. Frag mal, was er in der Schule gemacht hat. Nein, es wird kein Dings gemacht. Und du brauchst echt auch nicht mal viel. Also, Kiddies, ich bin begeistert. Du gehst jetzt in der Badewanne ein bisschen spielen, dann geh du mal spielen. Olivia, was machst du, Süße? Oh, Krippe, was geht denn hier ab? Oh, weh. Hat die Mama irgendwie Medizin? Warte mal, ich gucke mal. Nee, leider nicht. Schau mal. Dann steh mal auf. Und nimm mal Medizin. Und dann kannst du dich auch, wenn du möchtest, dir ein Schaumbad nehmen. Das tut immer schön gut bei Erkältungen. Mal das mal fertig, Naomi. Wir brauchen nämlich noch eine Menge Geld. Zwar nicht mehr viel, ich habe mal gerechnet. Die kriegt 120.000 drauf wegen den Zimmern. Um die 100.000 kriegen wir vom alten Haus. Und wir brauchen dann noch so um die 100.000, um den Rest aufzulösen. Ich denke, das bekommen wir hin. Wir werden wahrscheinlich sogar über 100.000 kommen. Da freue ich mich schon sehr, dass wir das dann ja so hinbekommen. Und ja, spielt ihr mal alles schön weiter, meine Süßen, dass wir euch fertig bekommen. Und dann in der nächsten Folge haben wir das letzte Date mit dem Mike. Lex geht sich jetzt wärmen. Johnny Boy, du kannst auch noch ein bisschen Pirat spielen. Kira, du warst fertig. Wo bist du denn, Kira? Ah, du bist hier, okay. Hast du Hunger? Guck mal, dann nimmst du dir schon mal einen Obstsalat und kannst noch ein bisschen Doktor spielen. Ja, nächstes Date. Oh, was ist denn hier? Ruhig bleiben. Geht es bei Motorik rein? Nicht unbedingt, oder? Schau mal, dann kannst du dich doch ein bisschen mit deiner Schwester unterhalten. Und du, süße Maus, wie geht's dir? Tut das Bad gut? Glaub schon, oder? So ein Erkältungsbad. Das ist doch sehr angenehm. Und du machst wieder hier Meisterwerke, Süße. Okay, sehr schön. Ja gut, dann würde ich aber jetzt mal sagen, mache ich mal hier Pause an der Stelle. Die Naomi hatte ein sehr schönes Date, auch wenn sie Dominik nicht als attraktiv empfindet, also er nicht so ihr Typ ist, möchte sie doch währenddessen, das ist immer noch das Beste für ihn. Finde ich sehr süß, aber auch ein bisschen verwirrend. Aber ich finde insgesamt 7 Punkte mit den anderen ist eine starke Leistung. Sie haben auch einen romantischen Balken aufgebaut, das finde ich voll schön. Wo ist der Dominik hier? Er ist ein bisschen mehr als der Flynn, glaube ich, und auch mehr als der Jackson und der Dominik. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das mit dem Mike verläuft. Wir gehen mit Mike essen in mein Louvre, glaube ich. Deshalb will die Naomi nichts essen, dass sie dann dort schön in Ruhe zusammen frühstücken können. Und ich bin sehr gespannt, wie das letzte Date dann verläuft. Du kannst mir dann gerne in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben, wen du auf jeden Fall weiterhaben möchtest, der nochmal ein zweites, also in dem Sinne ein drittes Date bekommt und das dann eigentlich schon so sozusagen das finale Date ist. Danach wird dann wirklich entschieden, gut, wen nehmen wir in dem Sinne nicht, wer darf sein eigenes Leben weiterführen, sich seine eigene Partnerin freiwillig suchen. Und ja, das darfst du mir reinschreiben, bevor ich dann nach dieser Folge, die nächste, dann sage, gut, die sind jetzt rausgeflogen aus meiner Sicht durch die Punkte,
Durch die Aufbau, durch den Balken der Freundschaft, der Romantikbalken und ja, sowas halt. Da habe ich ja verschiedene Sachen schon gesagt, wie ich das anhand was ich das entscheiden werde. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn es genau dein Sim ist. Du denkst, oh, das ist aber jetzt blöd. Tut mir dann auch sehr leid. Aber immerhin, es sind 7 Sims und das geht jetzt schon fast, seitdem die Kids Kinder sind, dass die da auf die Naomi auf einem Partnersuche ist. Und ich möchte langsam wirklich fertig mit ihr sein. Sie soll einen Partner haben. Und ja, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Die Sims werden in der Welt bleiben. Die Naomi wird denen freundlich sagen, du bist ein ganz, ganz lieber Kerl, aber zwischen uns funktioniert es einfach nicht. Lass uns Freunde bleiben. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ich bin für dich da, wenn irgendwas ist. Und ich denke, das ist ein guter Mittelweg. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich bin sehr gespannt, wie das letzte Date in dieser Runde verläuft. Das ist der Mike von der lieben Christa. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich an alle, die einen Partner erstellt haben. Vanni, Lina, Sandra, Christa, wer war noch dabei? Die Jule. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr einen Partner für die Naomi erstellt habt. Ich bin sehr gespannt, wer es schlussendlich wird. Ich habe keinen Plan. Das kann sich ja immer wieder noch ändern, wo ich sage, boah, mein Gott, also das erste Date war gut und das andere war voll katastrophal. Muss nicht sein, kann aber immer sein. Deshalb, wir lassen uns einfach überraschen. Ich finde alle Partner super cool. Die würden alle zu Naomi passen von ihren Charaktereigenschaften, von ihrem Äußeren. Von daher, ich freue mich sehr, wenn es dann soweit ist. Aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!